Hallo zusammen, Blitzfotografie, und zwar ein ziemlich spezielles Foto, das wir machen wollen. Das habe ich gesehen beim Florian Weiler auf Instagram, habe schon eine ganze Weile im Hinterkopf gehabt. Und das habe ich mit der Niki aus Hamburg, eine Frau gefunden, die mitmachen möchte. Wir haben das vorbereitet, wir wissen aber noch nicht, ob das funktioniert. Ich nehme euch ein bisschen mit. Vorbereitet haben wir, dass wir einen schwarzen Hintergrund hängen haben. Das ist einfach schwarzer Moltonstoff. Den gibt es für relativ wenig Geld, der muss ja nicht dick sein. Den kann man halt mal irgendwo an die Decke hängen oder sowas. Den nutzen wir manchmal, wenn wir einfach riesige schwarze Fläche haben wollen. Dann haben wir einen einzelnen Blitz hingestellt, mit einem Reflektor drauf und mit Grid drauf. Der sorgt dafür, dass wir ein hartes Licht haben, auch ein sehr gerichtetes Licht haben. Und dann haben wir als Deko so einen Teppich hingelegt und einen Sessel hingesetzt. Das heißt, die Niki läuft hier da gleich rum, mit quasi ein bisschen Wohnzimmerlook. Das Spezielle ist jetzt, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, wir haben hier Nebel reingehauen. Nebelmaschine gibt es für wenig Geld, ich verlinke eine. Wir haben die ganze Halle gefüllt, auch schon vor einer halben Stunde, sodass es sich ein bisschen gleichmäßig verteilt. Das ist wichtig, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Man soll auf dem Foto nachher keinen Nebel sehen. Ich will aber das Licht sehen. Und um Licht sichtbar zu machen, brauche ich Dunst oder Nebel oder sowas. Das ist also die Idee, dass wir Licht sehen, hoher Kontrast und halt dann eben leicht bekleidete sexy Frau. Ich bin gespannt, ob das was wird. Wir legen mal los. Hallo Niki. Hallo. Ich verlinke Ihren Instagram-Account, folgt ihr bitte. So, ich habe es einfach mal aufgebaut, Blitz und so weiter. Und wir machen jetzt einfach mal ein paar Testshots, wie viel Nebel braucht es, dass man den nicht sieht und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen gebastelt. Niki, wenn du dich einfach mal hier hinstellst, Rücken zur Kamera, einfach hier irgendwie mal, irgendwie, nur dass ich mal irgendwie ein Gefühl kriege. Muss noch keine Pose, kein gar nichts. Nur dass ich ein bisschen Lichtgefühl kriege. So, jetzt haben wir genau das Problem. Wir haben schon sehr ähnlich den Look, den ich haben will. Praxistipp ist noch, ich habe von vornherein schwarz-weiß eingestellt mit hohem Kontrast, damit ich ungefähr ein Gefühl kriege, wie das Bild nachher wirkt. Und was ich jetzt sehr schön sehe, ist, dass ich den Rauch hier habe und sie quasi sieht fast aus, wie, als wenn sie, ne, in das Licht reingeht, als wenn sie gleich in den Himmel aufsteigen wollte. Der Boden ist auch schon sehr gut, auch ein sehr harter Schatten. Was jetzt fehlt, ist in der Mitte ist kein Nebel. Das ist tatsächlich ein Problem, weil der sich nicht so am Boden hält, sondern der steigt immer so ein bisschen hoch. Das heißt, da müssen wir versuchen, den noch so ein bisschen nach unten zu kriegen oder mehr Nebel reinzumachen, weil das zu Photoshoppen ist nachher echt ein Gemurks. Mehr hilft mir. Mehr hilft mir, ne? So, jetzt ist genau das Problem eigentlich. Jetzt haben wir frischen Rauch reingemacht. Jetzt haben wir oben zu viel und unten hätten wir jetzt eigentlich relativ richtig. Also müssen einfach einen Augenblick warten. Wir haben einen Ventilator laufen, der ist so ein bisschen gleichmäßig im Raum verteilt. Oder einfach ein bisschen Geduld spielen. Also Zeit einplanen, genau für diese Sachen. Ja, ist schon mal sehr schön, Niki. Gefällt mir sehr gut. Auch, ja, und mal in die andere Richtung, wirklich nach links, noch weiter, geht das noch weiter. Dann musst du im Endeffekt nicht mitdrehen, dass es ein bisschen natürlich ist. Ja, sowas. Und dann müssen wir halt den Stuhl doch links hinstellen, damit das Sinn macht. Aber es gefällt mir sehr gut. Ja, weil die Arme relativ nah dran sind. Kriegen wir da irgendwie so ein bisschen, ja, ohne dass du gleich die Bodybuilderin so ein bisschen nach links rüber gucken zum Beispiel. Ja, sowas. Ja, sehr schön. Sehr schön, Nicole. Jetzt ein bisschen mehr die Beine überkreuzen. Die sind noch nicht genug überkreuzt. Ja. Den vorderen mehr nach links. Ja, zu viel? Tick. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also, du hast ein schönes Profil. Das ist schön, dass man das jetzt sieht. Oder? Schön, oder? Also schöne Figur, magisches Licht so ein bisschen. Also jetzt out of Kamera, ne? Nichts Ja. gemacht. Ich finde es schön. Oder? Nicht fallen lassen. So, ich glaube, wir haben es im Kasten. Der Trick war jetzt folgender. Wir hatten am Anfang tatsächlich zu wenig Nebel drin. Wir haben gestern hier länger experimentiert und immer mal wieder Nebel nachgeschoben und nicht gemerkt, wie viel Nebel es war. Es hat dann auch relativ lange gedauert, bis der alles wieder weg ist. Also wir haben noch ein paar Mal Nebel nachgeschoben, um es hinzukriegen, dass er noch gleichmäßiger ist. Es ist trotzdem so, dass am Boden weniger ist als oben. Das ist einfach so bei dem Nebel. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber ich glaube, jetzt ist es gut geworden. Und die zweite Änderung, die wir schließlich noch gemacht haben, war, das Grid rauszunehmen. Das Grid sorgt dafür, dass wir ein sehr enges Licht haben. Normalerweise arbeite ich bei sowas immer mit Grid. Es war jetzt so automatisch drin, aber ich habe gemerkt, nee, das ist einfach zu sehr ein Lichtstrahl, fast schon, ne, also wie so ein Scheinwerfer, wie so ein Bühnenscheinwerfer. Das will ich ja hier gar nicht. Grid raus, die Intensität natürlich runter, den Blitz von 7 auf 5 runtergenommen. Das ist ein 600 Watt Blitz von Rollei, der Fries 6. Und dementsprechend dann, haben wir das Licht sehr viel breiter und dann hat es gepasst. Und da war es dann auch so ein bisschen spielen, wie soll sie stehen, dass es so ein bisschen sexy aussieht, auch so ein bisschen halbwegs Sinn macht,
mit dem Sessel da drin, dass man den Sessel auch sieht, so ein bisschen so. Wir haben überlegt, man kann einen da reinsetzen, aber ist dann so ein bisschen billig oder so, ne? Irgendwie so quasi, ja, kann man natürlich auch machen. Im Film wäre es wahrscheinlich so. Und mehr ist eigentlich nicht dabei. Also der Trick ist so ein bisschen, dieses Licht sichtbar machen mit dem Nebel, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann tatsächlich bewusst hohen Kontrast anstreben, bewusst diesen ganz harten Kontrast, schwarz-weiß, also wirklich schwarz und wirklich weiß, das hinzukriegen. Und halt eben in unserem Fall jetzt noch Nebel zu machen. So, ich hoffe, das war ein bisschen lehrreich, hat Spaß gemacht und vor allem motiviert zum Nachmachen. Wenn das jetzt zu schnell für dich war, zu technisch war, dann schau doch gerne bei unserem Blitzkurs dabei, den wir haben. Der deckt eben genau alles ab, von Bedienung, Kamera, Einstellung, welche Lichter, welche Blitze und so weiter, was macht man damit, ein paar Ideen, ein paar einfache Setups, die dann immer komplexer werden. Und wenn du den Kurs gemacht hast, ist das hier pipi einfach, was die Technik angeht. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den gönnst. Oder sonst bei mir auf dem Kanal gibt es auch ganz viele Gratis-Videos, die natürlich auch lehrreich sind. In diesem Sinne, gerne ein Abo hier lassen, Daumen hier lassen, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.